Yo Leute, was geht? Der gute Bladus ist mal wieder am Start mit einer weiteren Pokémon-Analyse. Heute widmen wir uns dem Mew-Ditto-Mythos. Der Mythos besagt, dass Ditto ein Fehlversuch ist, das legendäre Pokémon Mew zu klonen. Zu diesem Mythos gibt es allerlei Hinweise, die genau darauf schließen. Den ersten Hinweis findet man im verbrannten Haus auf der Zinnoberinsel. Das Haus brannte nieder, als Mewtwo seine Flucht anzettelte. Es wurde im Labor gefangen gehalten und es wurden Experimente an ihm durchgeführt. Mewtwo ist bisher das beste Ergebnis, das man durch die DNS von Mew erzielen konnte. Auf jeden Fall trifft man in den Spielen genau an diesem Ort das erste Mal auf ein Ditto. Kann das wirklich ein Zufall sein? Gerade dort, wo man Experimente an Mew durchgeführt hat, findet man ein Pokémon, das es nur in genau diesem einem Haus gibt. Man findet es sogar in der Azuria-Höhle, wo man das erste Mal auf Mewtwo trifft. Es wird gesagt, dass Mewtwo samt allen geklonten Pokémon zur Azuria-Höhle geflohen ist. Dies ist vielleicht auch der Grund, warum man so viele Variationen an Pokémon in der Höhle zu fangen bekommt. Einschließlich Ditto. Mew und Ditto teilen mehrere Gemeinsamkeiten. Alle beide haben die gleiche Farbe, sowohl in der normalen Form als auch in der Shiny-Form. Zudem beherrschen alle beide die Attacke Wandler. Es sei gesagt, dass nur diese beiden in der Lage sind, diese Attacke einzusetzen. Theoretisch gesehen könnte sogar Arceus die Attacke erlernen, aber dies ist hier irrelevant. Wandler ist vielleicht das stärkste Argument, was ich hier aufbringen kann. Mew ist in der Lage, seine Form x-beliebig zu ändern. Es kann sich zu anderen Pokémon umwandeln, aber sicherlich auch in materielle Gegenstände. Diese Eigenschaft hat kein anderes Pokémon außer Mew. Oben hatte ich ja bereits gesagt, dass man mit Mews DNS experimentiert hatte. Man hat also Mews Zellen genommen und sie verarbeitet. Was genau man damit gemacht hat, ist schwer zu sagen. Das Ergebnis dieser Verarbeitung, oder eher gesagt dieses Fehlversuches, ist natürlich Ditto. Ditto selbst ist in der Lage, seine Form x-beliebig zu ändern, was bisher nur dem Mew möglich war. Die Zellen der beiden funktionieren also gleich, was absolut kein Zufall sein kann. Habe ich vergessen zu erwähnen, dass alle beide 4 Kilogramm wiegen? Ja, das waren bereits alle meine Argumente zu diesem Mythos. Für mich ist es eindeutig, dass diese beiden Pokémon was verbindet, auch wenn es in den Spielen nie wirklich verdeutlicht wird. In einem Interview hat ein Game Freak-Mitarbeiter gesagt, dass man erst am Ende der Fertigstellung des Spiels Mew eingebaut hatte. Was so viel heißt wie, dass das Spiel auch ohne Mew funktioniert hätte. Dennoch wird dieser Mythos damit nicht abgestritten. Was haltet ihr von dem Ganzen? Glaubt ihr, das wäre Zufall oder haben die beiden wirklich was gemeinsam? Eure Meinung unten in den Kommis. Falls ihr irgendwelche Mythenvorschläge habt, zögert nicht, mir diese in den Kommentaren zu schildern. Ihr könntet für das nächste Video verantwortlich sein. So, ihr kommt hier zu meinen letzten beiden Videos. Einfach draufklicken, dann werdet ihr zum Video geleitet. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Bladius.